Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich heute richtig auf die Matches. Wir zocken das erste Mal mit den neuen Karten auf Call of Männer. Ich werde heute mit Aurelia zocken. Kai wird heute mit Rakdos zocken. Das Matchup an sich hatten wir ja auch schon. Heute ist quasi nochmal die Rückrunde, eben mit den neuen Karten. Wir werden zwei Best-of-3s insgesamt zocken, natürlich Historic Brawl. Das sieht man ja hier auch schon an meiner Deckauswahl oder so allgemein am Deckaufbau. Ich freue mich, wie gesagt, wirklich. Die neuen Karten sehen sehr interessant aus, eben auch in den Singleton-Formaten. Aurelia heute einfach Boros Beatdown, würde ich sagen. Die Effekte von Aurelia lösen aus, wenn irgendein Spieler mit drei oder mehr Kreaturen angreift. Dann können wir eine Bonuskarte ziehen. Und wenn wir mit fünf oder mehr Kreaturen angreifen, kriegen wir quasi eine kostenlose Lightning Helix. Drei Schaden auf den Gegner, drei Lebenspunkte für uns. Also wie man hier auch schon sehen kann, Aurelia ist halt wirklich so das Ende der Mana-Kurve. Mehr oder weniger zumindest. Wir wollen am besten Zug 1, 2, 3, 4 eine Kreatur legen. Zug 5, Aurelia mit Eile angreifen, Bonuskarte ziehen, die Lightning Helix umsonst generieren. Das ist halt so der Hauptplan. Relativ simple Strategie, sage ich jetzt mal. Wir haben schön Removal mit dabei, das ein oder andere Equipment. So ein Embercleave darf natürlich nicht fehlen. Die Boros Klassiker, die guten Kreaturen. Wir haben das Deck ja mehr oder weniger schon gesehen. Ich habe es natürlich jetzt mit den neuen Karten umgebaut, habe versucht, so viele von den neuen Karten mitzunehmen, wie es ging. Und dabei ist eben hier dieses Aurelia-Deck rumgekommen. Das Deck von Kai kann ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Das ist schon so ein bisschen, ja, Rakdos Control, vorsichtig gesagt. Auf jeden Fall das etwas langsamere Deck im Vergleich zu unserem Deck. Kai versucht sich ein bisschen aufzubauen, vielleicht ein bisschen Mana-Beschleunigung, kann sich aber sehr gut am Leben halten mit dem ganzen Removal, bisschen Mars-Removal. Also mal eben drei oder fünf Kreaturen ins Spiel kriegen auf meiner Seite. Wird wahrscheinlich gar nicht mal so einfach sein. Ist halt hier mit Rakdos das Deck auch einfach ein sehr starkes Deck geworden, würde ich sagen. Ja, haben wir ja auch schon in Aktion gesehen. Kai hat auch hier natürlich versucht, viele neue Karten mitzunehmen, damit wir welche von den Karten auch in Aktion sehen. Ja, würde ich mal sagen, schauen wir mal, was wir heute alles in Aktion sehen werden. Wir sehen uns zur ersten Starthand. Viel Spaß! Ich habe direkt den Mulligan, glaube ich. Ich meine, wir haben ja einen kostenlosen Mulligan. Du machst sie aber häufig. Ich bin immer so Mulligan-aversiv. Aber ich sag dann immer, ach komm, Kai, das ist umsonst. Umsonst muss man doch mitnehmen. Ja, okay. Ach so, ich verstehe, du haust einfach mehr Value aus dem Match raus, wenn du einmal einen Mulligan machst. Richtig. Genau. Hat sich gelohnt. Nee, ich geb das. Ich trau mich einfach. Okay, ich trau mich. Einfach mal. Gucken wir mal, vertraut. Was. Oh Gott, ey, direkt die Brute. Ganz neu in der Boros-Legion. Ja. Der neueste Gesetzeshüter. Wie ist die eigentlich da reingekommen, frage ich mich immer noch. Wie ist denn das Aufnahmeritual? Möchte also einfach gegen das Böse kämpfen, das war die... Ah ja, okay, gut. Ja, das war die Idee. Ja. Sieht ja auch sehr vertrauensvoll aus, ne? Also ja klar, ich so. Hat heftige Sachen erlebt auf Eldraine und hat Aurelia gesagt, dich brauchen wir. So. So, hier, zack, pass auf, zack. Die Stiefel. Mhm. Alter, Rakdos trägt aber ein neues Paar Schuhe dabei, stark. Ja, ja. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob. Ich glaube, Rakdos hat Schuhgröße 98. Ich weiß nicht, ob die dafür ausgelegt sind. Komm vorne jetzt die 10 raus. Das reicht aber doch jetzt auch hier. Ist ein Anfang. Vielleicht hätte ich doch einen Mulligan machen sollen. Bitte? Etwa der kostenlose? Naja, komm, ich habe halt nur Länder nachgezogen bisher. Man hätte auch mal einen Spell ziehen können, so, sag ich mal. So, gucken wir, ob sowas Discard ist. Nee, Hand zu gut. Eieieiei. Es ist alles nicht so schlecht. Ist okay. Was haben wir denn da? Land okay. Und Sky Knight Vanguard. Ja, okay, verstehe ich. Geht besser. Okay. Aber ich bin happy, dass ich das gemacht habe, sonst hätte ich den ganzen Krempel. Oh, noch ein Token muss ich opfern. Er ist sehr frech. Ja, ich wollte jetzt nicht noch extra Treasure geben, also. Er ist ja frech. Die Voice nicht. Die Voice nicht. Das ist recht. So, dann habe ich noch ein Land. Ich habe doch kein Non-Land gezogen übrigens. Ah, ich wollte gerade sagen, du hast doch ein Dark Ritual auf der Hand, oder? Ich habe auf jeden Fall einen toten Rankle, denke ich mal. Ja, dem treten wir direkt. Der tritt sich selber ins Gesicht. Oh, ey. Das ist so, ich kann es verstehen, ja. Ich kann es verstehen. Der ist wahrscheinlich beim Fliegen abgestürzt oder so. Ja, einmal falsch abgebogen. So, oh dann boy. Dann kommt das Lore-Buff. Oh boy. Mhm. Leider einen der Attacker zu wenig für die Karte. Die hätte ich ganz gerne genommen. Ja, voll schrecklich. Ja, gut, okay, komm hier. Oh.
The Eldest Reborn. Hat sich über die Zeit gut gehalten, auch wenn es jetzt leider nur eine Ginger Boot erreicht. Aber ist trotzdem eine geile Karte, definitiv. Ist eine geile Karte, ja. Aber ich werde jetzt auch geil vermöbelt. Oh Gott, Gott. Okay, wie wär's mit Extinction Event auf Ungerade? Dürfen wir das topdecken, Plitte? Ja, wäre das möglich? Boah, klingt nicht schlecht, ne? Meinst du, ich kriege irgendwann mal einen Aurelia-Trigger? Komm. Also theoretisch ist das machbar. Ich meine, 4-4 fliegend Eile war auch nicht schlecht. Iganjo, okay. Das ist Iganjo noch was Besseres. Gehen. Ja, Iganjo muss gehen, damit Rakdos sofort abgeschossen wird, oder wie ist das? Aber er gibt dir die Lebenspunkte. Oh, immerhin. Na gut. Du könntest ja sogar einen Friedhof legen, ne? Mit dem Eldest Reborn. Nee, aber wird das nicht geexiled? Was wird geexiled? Ich kann den noch nicht in den Friedhof legen, oder? Also wenn er sagt, Ports, möchtest du ihn zurück in die Hand, also in die Command Zone tun, sagst du nein. Dann geht er einfach in den Friedhof tatsächlich. Geht der, auch wenn du Swords of Plowshares jetzt gespielt hast? Ach so! Ah, ich habe ja Schwerter gespielt. Zum Glück hast du das jetzt nicht gemacht. Nee, dann geht der ins Exil, glaube ich. Kai, ich habe nichts. Tu ihn in die Command Zone, bitte. Dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Ich weiß, was du meinst. Normale Kreaturen, ja, aber wenn, also beziehungsweise normaler, aber du hast ja jetzt. Da habe ich dir fast einen Spezialtipp gegeben, ne? Aber so. Jetzt hättest du doch mit einem Angriff. Achso, jetzt kannst du. Mach ich ja. Ich fetch jetzt noch. Für die Kartenqualität. Nee, noch besser. Guck mal. Ich fetch auf den. Oh, ist das geil. Oh Gott, ist das gut. Ich möchte jetzt bitte Extinction Event ziehen. Können wir das einmal einleiten hier, bitte? Extinction Event, danke. Das war nett. Mhm. Das ist ja ein gutes Extinction Event. Ginger Brood macht 3 Leben, ne? Stark. Ginger Brood ist schon ziemlich busted jetzt, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Macht mehr als Rankle, hätte ich gesagt, ne? Hätte ich gesagt, ja. Naja, Rankle macht 4 Leben, so gesehen. So gesehen, ja. Was haben wir denn da? Okay. Oh, verdeckte Fallenkarte. Aha. So. Interessant. Eieieiei. Okay, gut, ja. Nicht, dass es vielleicht überlebt Rankle ja noch. Vielleicht überlebe ich eine Runde. Ash, okay. Eine Kopie. Oh, warte mal. Werden die direkt groß? Leider nein. Ja, ne? Ist aber trotzdem einfach eine Tech alle, oder? Einfach machen, oder? Obwohl, der. Ich ziehe noch eine Karte. Ja, ich mache Tech alle. Ah, doch, klar, die triggert. Ja. Ah, 2 Lebens. Lava-Axt? Signature-Move? Leider nein. Ich spiele mit meiner Hand leer, vielleicht kann der Investigator gleich eine Karte dann ranholen. Ja, Extinction-Event? Eieieiei, das ist ja alles gar kein Extinction-Event. Jetzt habe ich wenigstens 2 auf gerade, 2 auf ungerade, dachte ich mir. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja. Ja, ich konnte leider nicht Ash tot blocken, weil die 8 Power in der Luft nicht von dem Morph geblockt werden konnten. Na gut. Dann muss ich jetzt wohl den 0 Mana Wrath ziehen. Irgendwie. Wäre ein Plan, ne? Ja, ich gebe dir auch das 2 Karten. Das wird noch nicht mal funktionieren, weil du ganz entspannt einfach. Du gewinnst ja vor Combat Damage. Ja, stimmt. Ja, ich habe ja eine Lightning Helix, wenn ich jetzt mit 5 angreife. Oh, das ist aber hübsch. Ja. Das aber ich meine, du haust auch für 3 Milliarden. Ne? Machen wir das einfach mal so. Ohne Effekte. Einfach mal Aurelia darf gewinnen. Ja. Da hast du gute Aurelia-Trigger gehabt jetzt zumindest. Ja, nehme ich. Gerne mehr. Ne? Gerne mehr. Ja, ich keep das auch. Ich glaube, ich keep muss ja das nur auch. Ein Land ziehen. Ich muss ja nur ein Land ziehen. Und ich muss dann ja nur noch ein Spiel gewinnen. Das ist, ja, ist stimmt. Alles ja, okay. Ja. Guter Punkt, ja. Ist okay. Ginger Brood? The Goat Goat. Nee. So ähnlich. Ich finde die Ziege so geil. Die ist auch mega cool. Die mag ich wirklich gerne. Die ist so einfach witziges Artwork, witziger Flavor, passt irgendwie alles zusammen.
kann ich jetzt bitte Land ziehen, wenn es geht? Oh, da wird sich geschockt. Okay. Okay. Nein. Das ist ein Held, der ist nie verdächtig. Ah, das verstehe ich. Flavormäßig macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, flavormäßig kann ich das nicht machen. Oh ja. Ja, die ist muss, immer gut. Ja, ich hoffe, aber leider gegen Boros halt nicht so. Also du machst ja auch schnell meine Live-Todes kaputt. Das ist der Plan. Oh. Die ist ein bisschen verdächtig, finde ich. Ja, verstehe ich. Oder? Verstehe ich. Ja. Ne? Ist ja gut. So. Oh! Müssen wir erstmal ein bisschen, Battalion erstmal ein bisschen Einhalt gebieten. Ja, das ist aber unangenehm. Jetzt habe ich ja wenigstens ein paar Beweise im Friedhof. Der Phönix, der bleibt wohl erstmal liegen, hoffe ich. Ja, das würde ich auch schätzen. Das fand ich auch ganz cool. So Phönix-Kreaturen mag ich bei Magic aber auch immer ganz gerne. Einfach die immer wieder aus dem Friedhof wiederkommen. Und ich finde, der Lamplight-Phoenix ist jetzt mal wieder einer, der sieht recht spielbar aus, sage ich mal zumindest. Der ist super nice. Den finde ich auch cool. Jetzt Rakdos? Ah, das ist nicht schlecht, ne? Der muss schon kommen hier, der Rakdos. Aha, okay. Ja, ich kann nichts opfern. Stimmt, du kannst gar nicht, ne? Du kannst nur eine Karte opfern. Ja, stimmt, das müssen ja Non-Land, Non-Tokens sein. Das ist schon frech von dem. Ja? Ist schon frech. Ja, doch, nee, lass ihn mal liegen. Der muss sich selbst verprügeln, bevor der die Schuhe anzieht. Mann, ey, als ob er das macht. Ja, definitiv. Ja, stimmt. Die Schuhe wären ganz gut gewesen. Ne? Jetzt hättest du den Friedhof legen können, aber, ne? Jetzt hätte ich in den Friedhof legen können. Das wäre machbar gewesen. Das stimmt. Oh, 11 Leben. Ja, das ist schon nicht mehr so viel. Glücklich bin ich darüber nicht. Ich meine, du hast eine volle Hand. So schlecht kann das ja nicht sein. Oder? Ja, nee, so schlecht ist das auch alles nicht. Klingt aber noch nicht so überzeugt. Nee, nicht so ganz. Nee, überzeugt. Nicht so hundertprozentig, ne? Nicht. Na. Ja, okay. Okay. Also go, sagst du. Aha. Ich hab nix. Gar nix, sagst du. Nee, ich hab gar nix. Verdächtig. Leicht verdächtig. Ja, vielleicht. Okay. Ich hätte beinahe 3 Marken vom Phoenix runtergenommen. Ich bin immer dagegen entschieden. Okay. Du hast natürlich auch genau 8 im Grave. Das ist natürlich nicht schlecht. Was muss ich machen? Evidence 4. Ja. Machen wir mal so. So die beiden Zweier genommen. Ja, okay, gut. Kreaturen kann ich eventuell wiederholen. Noch so ein schönes Hard Removal. Das ging. Mal, spiel doch mal Burn. Spiel doch mal Burn, Kai. Sie Burn. Na, wir gucken mal, was wir noch so regeln können hier. Ja. Boah. Der Phönix gefällt mir. Ist gut. Oh, jetzt wird's interessant. Oh, jetzt wird's interessant. Choose your destiny. Genau. Ich glaube, meine Lebenspunkte werden 4, so wie es aussieht. Oh, dann wird meine Lava-Axt aber live. Ja, wenn du die Lava-Axt hast, verdient. Absolut verdient. Okay, na gut, dann habe ich dir mal eben schnell 19 Schaden gemacht. Das ist ja solid.
Ich rip die mal. Ist nicht schlecht, ne? Oh, du hast Rip. Oh Gott. Schrecklich. Ich habe halt noch 4 Leben. Du hast vielleicht noch was mal mit Eile? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt draufhauen. Das ist voll schnell, voll das knappe Spiel geworden. Ja, bis auf 6. Du bist aber auch schon fast in Lava-Axt-Reichweite, ne, mein Freund? Ja, ja, ich und bin ich in Lava-Axt. Und ich habe die Axt im Deck. Das ist ja noch, ne, also. Das ist das Problem, ja. Ich habe 5 Mana. Jetzt nicht nervös werden, Kai. Nee, nee, okay, ich werde nicht Dark Ritual. Nervös. Nee, ich werde auch nicht nervös. Nee, gar nicht. nee, dann ist ja gut. Nee, nee, dann ist okay. Nein, Rakdos mit Eile. Nein, Kai, das machst du nicht. Nein, du machst nicht Rakdos mit Eile. Naja, wenn du ein Removal hast, hast du ein Removal. Aber ich muss es jetzt riskieren. Nein! Ich hab nur Rage! Oh, das Ding! Geiles Spiel, ey. Schöner Ausgleich. Eieiei, knappes Ding. Dann das alles Entscheidende, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Geil. Das war krass, Schuhe sich doch ausgezahlt. Ja, die Schuhe waren nicht schlecht. So, jetzt noch einmal on the play. Ah, oh, das ist nicht aggressiv genug. Kostenloser. Muss mitgenommen werden. Ich nehme den, aber der ist auch risky hier. Das kann ich doch nicht keepen, oder? Weiß ich nicht. Leute, schreibt in den Kommentaren, ob Shibi das keepen kann oder nicht. Ja, mach das mal. Ich denke nämlich, dass das ein Mulligan ist. Ist das ein Mulligan? Das habe ich bei dir gesehen. Ja. Ich keep's mal. Ja. Okay. Oh, ja, mega okay, wild. Okay, mega okay. Wild. Ja, guck. Mega wild. Mountain. Keine Goat, okay. Extrem wild. Okay, das ist eine gute Karte. Das wird immer wilder, Kai. Okay. Moment, jetzt ist es aber ein interessanter Keep irgendwie. Okay, ja. Ein Raga-Wahn. Ja, der muss schon drin sein. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich wieder sich selber ins Gesicht schlägt. So ähnlich. Nee, oh Gott. Der arme Feuerchen. Sacred Fire. Okay. Oh ja, ich sehe schon. Du bist auf jeden Fall der... ich bin der Boros Burn Player. Das war's halt. Ja gut, dann müssen wir den langsamen Vorteil jetzt mal ausnutzen hier, denke ich. Ah, jetzt kommt wahrscheinlich eh wieder Destroy Target Enchantment Rip Apart oder so. Na? Lightning Helix. Okay, ja, es ist Boros Burn. Hatten wir schon, ja. Helix okay. Face, go. Okay, Novus Inspector. Schöne Karte. Ah, ist da okay. Muss das Land kommen. Da muss das Land kommen. Nee, ah. Schade. Die Black Market Connections, die spielt ja in meine Strategie jetzt mit rein. Stimmt, das ist eigentlich mehr, voll gut. Sag mal ein bisschen ja, mehr, mal ein bisschen aggressiver. Ja, ich bin noch voll reingegangen. Bist voll rein. Stimmt. Ich bin voll rein. Nichts gesagt, voll drin. So. Na? Oh nein, komm. Ah. Nein, mach doch jetzt nicht diese. Komm, Land. Ja. Das ist frech, das ist jetzt wirklich frech. Oh, come on. Das ist doof. Oh, der Landdrop. Der war so wichtig. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ja, kannst ja nichts für. Arena soll sich mal schlecht fühlen. Ja, okay. Lifelinker. Ja, das ist sowieso ein Problem. Gegen den Burn-Plan. Das ist zu gut, Kai. Das ist zu gut. Ja, mehr Länder brauchen wir jetzt nicht. Das ist tatsächlich leider ziemlich gut. Komm, Land. Oh, yeah. Arena. Jetzt Land, ansonsten. Oh, komm. Immer noch kein Land. Komm. Come on. Oh Gott. Oh, doppelgetapptes Land. Es ist ja ein Albtraum. Oh mein Gott. Ey. Ja gut, ey, machst du nix. Nee, da kannst du. Das ist halt schade. Das Match vorher war ein richtig gutes Match, fand ich. Viel hin und her und so. Und jetzt. Ich hatte eigentlich letzte Runde schon das 2-Mana-Removal, aber ich habe das Land halt nicht nachgezogen. Und jetzt kann ich es nicht casten. Das wäre der Spot, ich muss den Aklasatz abschießen. Okay, ja. Ja, ist glaube ich egal. Mit Lifelink kriege ich das nicht. Hast du genug Burn gehabt einfach?
krass. Ich habe noch Sacred Fire, Lightning Bolt, Lava Axe auf der Hand, plus Not on My Watch, also zerstörende oder Exile eine angreifende Kreatur. Das hätte auf Aklazotz gehen müssen. Ja, also es wäre schwierig gewesen, sagen wir es mal so, aber ja, so klappt es halt auf gar keinen Fall. Ja. Okay, aber ich meine, Lava Axe ist ja. Die gute alte Lava Axe ist ja noch da. Genau. Okay, Aurelia. Na, die gibt immerhin nochmal ihren letzten Funken mit ab. So. Ja, die cool. Gibt nicht auf. Aurelia gibt nicht auf. Nee, verstehe ich. Aber schade, schade, schade. Ja, wirklich. Ah, gute Matches, das ist die Hauptsache. Die machen Spaß. Das gegen Aurelia. Die waren gut. War cool. Ja, hat Spaß gemacht. So. Ja, bitter. Ja, leicht bitteres Ende, aber so ist das halt. Gegen Rakdos kann das ja schon mal passieren. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch, also ich meine, ich bin ja so wahrscheinlich so einen kleinen Ticken größer als du, ne? Also so, es ist ja immer, glaube ich, ein bisschen schwieriger, wenn mein Deck so ein ganz kleines bisschen größer ist, ein paar dickere Kreaturen spielt. Aber ich meine, wenn du die richtige Curve ziehst, dann kannst kann du das auch klappen. Einfach, haben wir ja eben ich gesehen. Sagen, a good game. Dann kannst du mir auch gut nicht games, good game. Definitiv. Das waren schöne Spiele. Ich meine, wir haben ja noch ein Best of 3 von der anderen Seite beleuchtet, bei dir auf dem Kanal. Da kann Aurelia ja nochmal so Rückrunde, auch wenn es darum geht, das Ganze dann aus deiner Sicht beziehungsweise der Sicht von Rakdos sich mal anzuschauen. Aber ja, Aurelia ist mit dabei. Ne? In dem Sinne, Kai, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da gewesen bist. Geile Runde. Danke. Ja, danke für die Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.